und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier es auch. Und heute gibt es ein super leckeres und total einfaches Rezept, perfekt für den Sommer. Und zwar machen wir veganen Käse, um genauer zu sein, veganen Feta. Und den machen wir aus Tofu. Der ist super einfach gemacht, total lecker, lecker, lecker. Und ich liebe es ja, Feta zu essen im Sommer, vor allem im griechischen Salat. Das ist noch so dieses Ding, was mir dann wirklich fehlt zum Vegan. Übergehen, dieser Käse, und jetzt habe ich das entdeckt durch eine Freundin und das muss ich euch jetzt unbedingt zeigen, wie das funktioniert. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, wie das funktioniert. Um diesen veganen Feta herzustellen, braucht ihr nur wenige Zutaten. Die Hauptzutat, das ist Tofu, und ich habe jetzt hier diesen Tofu gewählt, der nicht soft ist, sondern firm. Steht meistens drauf, also der etwas festere Tofu, aber nicht der, der ganz steinhart ist. Es gibt ja ein bisschen Unterschiede beim Tofu, da würde ich wirklich ein bisschen den teureren Tofu wählen, da der meistens eine bessere Konsistenz hat und auch besser im Geschmack ist. Habe ich schon festgestellt, zum Beispiel aus dem Discounter, die Tofus, die sind sehr, sehr hart, die eignen sich zum Beispiel besser für so Bolognese-Sachen oder so Sachen, aber für den Feta, für so eine schöne, weiche Konsistenz, die aber doch fest ist, da würde ich sagen, nehmt ihr am besten den besseren Tofu, den etwas teureren, dann schmeckt das Ganze nämlich richtig, richtig lecker und das ist es auf jeden Fall wert. Dann als nächste Zutat brauchen wir Salz, kommt natürlich rein, dann optional Knoblauch, je nachdem, wie viel ihr natürlich da reinnehmen wollt, könnt ihr selber entscheiden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel frischen Knoblauch gewählt, ihr könnt zum Beispiel auch Knoblauchpulver verwenden, das geht auch sehr gut. Und ob ihr eine Knoblauchzehe nehmt, zwei, drei, vier und so weiter, das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Je nachdem, wie ihr diesen Geschmack gerne habt. Dann brauchen wir noch ein bisschen Gewürze und ich mache mir das Leben jetzt einfach und habe mich hier ein Pizzagewürz gekauft. Da sind nämlich schon verschiedene Kräuter drin gemixt und da ist zum Beispiel drin Thymian, Oregano, Basilikum, Rosmarin und so weiter. Also so italienische Kräuter, finde ich, passt super gut. Wer jetzt so eine Mischung nicht zu Hause hat, macht sie sich einfach selber, indem ihr einfach das reinschmeißt, was ihr gerne habt. Und da könnt ihr auch wieder entscheiden, ob ihr die frischen Kräuter wählt oder halt getrocknete Kräuter. Alles euch überlasst. Dann gebe ich noch ein bisschen Pfeffer dazu und dann brauchen wir noch ein bisschen Öl. Ich nehme jetzt hier Olivenöl zum Einlegen und ihr könnt zum Beispiel auch Rapsöl nehmen, nativer Rapsöl zum Beispiel oder andere Ölsorten, die ihr gerne habt. Aber ich finde, Olivenöl passt sehr gut, auch in dieses Mediterrane und vor allem dann auch im Salat. Also wenn man einen griechischen Salat macht, da passt es, finde ich, auch super, super gut. So, also starten wir. Der erste Schritt ist super einfach. Ihr nehmt euch jetzt einfach hier euren Tofu und der wird jetzt klein geschnitten in Würfel. Und zwar, dass es dann halt so aussieht wie Feta-Würfel. So habt ihr die Feta-Würfel jetzt klein geschnitten, ziemlich gleichmäßig, und dann habt ihr jetzt hier wirklich so schöne Würfelchen und die sind jetzt perfekt und jetzt können wir weitermachen. Als nächstes nehmt ihr euch dann ein sauberes Glas, da könnt ihr natürlich wählen, welches ihr möchtet. Natürlich muss die ganze Masse reinpassen, also müsst ihr ein bisschen auf die Größe schauen, und da gebe ich jetzt als allererstes meine Würfel hinzu. So ist das Glas jetzt perfekt gefüllt. Wichtig ist, dass es nicht zu voll ist, denn schließlich muss ja noch Öl rein und die ganzen Gewürze. Und wir werden das Ganze dann auch noch schütteln, um das Ganze gut zu verteilen. Deshalb braucht es auch ein bisschen Platz drin, also nicht zu eng bepacken bitte. So, als nächstes gebe ich jetzt meine Knoblauchzehe hinein und die presse ich einfach durch. Da gibt es einen Trick, dass ihr euch nicht die Finger stinkig macht sozusagen. Und zwar könntet ihr einfach mit der Schale hier hineingeben und durchpressen. Und das funktioniert ebenfalls sehr gut. Wer keine Knoblauchpresse hat, der muss sie natürlich schälen, in kleine Scheiben schneiden. Oder ihr könnt die auch einfach mit dem Messer einmal so kaputt pressen, drücken und reingeben. Das würde auch schon gut gehen und würde genauso Geschmack abgeben. Dann kommt ein bisschen Salz rein. Ich gebe ungefähr einen Teelöffel oder einen halben Esslöffel hinzu. Dann kommt etwas Pfeffer hinzu. Dann gebe ich ungefähr zwei Esslöffel von meinem Pizzagewürz hinzu. Und jetzt fülle ich das Ganze mit meinem Olivenöl auf.
Wichtig ist, dass ihr so viel Öl reinfüllt, dass alles bedeckt ist. Der ganze Tofu muss bedeckt sein und dann am besten so, dass ihr auch ein Gefäß eben wählt, wo das einigermaßen reinpasst und bis zum Rand geht. Dann könnt ihr das Ganze verschließen, schön durchschütteln und dann ist das Ganze auch schon fertig. Und ich würde euch wirklich empfehlen, nehmt ein hochwertiges Öl, also ein natives Öl, dann schmeckt das Ganze nämlich auch viel besser. Und was auch cool ist für diejenigen, die jetzt denken, ja gut, so viel Öl und so weiter, was mache ich dann damit? Kein Problem, ihr könnt es ja mehrmals verwenden, das Öl. Das heißt, ihr kauft doch einfach nochmal einen Klotz Tofu, könnt es wieder schneiden, könnt es wieder reingeben, könnt nochmal Gewürze nachfüllen und nochmal wieder mit Öl auffüllen. Und so könnt ihr euch eine Portion nach der anderen machen. So, das Ganze gut schütteln. Und so ist das Ganze jetzt schon fertig. So gebt ihr das jetzt in den Kühlschrank und je länger das Ganze durchzieht, desto besser, desto mehr nimmt natürlich der Tofu die ganzen Geschmacksstoffe auf. Und ich würde sagen, nach 24 Stunden könnt ihr mal probieren, ob es euch schon schmeckt. Wenn ihr findet, dass es noch ein bisschen mehr Geschmack braucht, dann lässt ihr es noch einen Tag drin oder noch einen Tag und so weiter. Es passiert ja schließlich nichts, es ist ja jetzt eingelegt in Öl, also ist es haltbar gemacht sozusagen. Also, ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren, es ist richtig, richtig lecker. Ich hoffe, das einfache Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist ja schließlich kostenlos für euch. Ich freue mich natürlich wie immer über eure Kommentare hier auf YouTube oder auf meinem Blog fraujannik.com. Dort findet ihr auch immer die ganzen Mengenangaben, Tipps, Tricks und so weiter. Und natürlich viele, viele weitere Rezepte. Ich finde, das ist ein super Rezept jetzt für den Sommer. Endlich kommt mein griechischer Salat wieder auf den Tisch. Ich liebe ihn im Sommer, da ich halt gerne da eher was Leichtes esse oder eher was Kaltes statt was Warmes. Und wirklich den Ofen anzuschmeißen oder den Herd hat man ja bei der Hitze auch nicht wirklich. Also eine super Sache. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Schreibt mir gerne, wenn ihr es ausprobiert habt und wie es euch schmeckt. So, und ich würde sagen, viel Spaß beim Ausprobieren, wie immer. Und wenn ihr mir Fotos schicken wollt, genau das habe ich fast vergessen, dann gerne auf Instagram unter dem Hashtag Fraujannik oder @Fraujannik. Da kann ich dann nämlich eure Fotos empfangen und sie auch sehen. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Fraujannik.